wir sind heute unterwegs mit Alisa. Lang, lang ist es her. Wie lange? Ja. Sechs Jahre? Nein, wir übertreiben. Ja, okay. Wir haben uns echt ewig nicht mehr gesehen. Ewig, wir haben damals sehr oft Videos zusammen gemacht. Mittlerweile bist du nicht mehr 17, ne? Nee. Oder warst du 17, oder? Damals? Ja, so 16, 17 muss es gewesen sein. Ich hatte ja noch meine 125er, die rote. Und ja, jetzt ist die Nummer größer geworden. Und du genau, jetzt haben wir die Kiesbett R3, ja. wie sie heute nennen, die schon ein bisschen gelegen hat. Du machst auch viel Sport. Genau. So Akrobatik-Shit, oder? Ja, genau. Ich habe früher Kunstturnen gemacht, über 10 Jahre lang. Und ja, jetzt bin ich beim Kickboxen gelandet. Zeig mal irgendwas Kunstturn-mäßiges. Was kannst du aus dem Stehgreif jetzt Heftiges machen? Ein Radschlag? Ich weiß nicht, ob das mit dem Helm. Mit Helm so. Boah, krass. Das war schon nice. Ja. Aber Spagat kannst du nicht, oder? Doch, wenn die Hose das mitmacht. Dim, dim, dim. Alter, krank! Junge, ich habe noch nie einen Spagat live gesehen, glaube ich. Hä? Wer geht nicht? Das tut schon ganz schön weh hier. Du Angeberin, Alter. Didi. Krank. Und jetzt machst du Kickboxen, ne? Genau. Krank. Glaubst du, könntest mich verprügeln, auch wenn du so anderthalb Köpfe kleiner wärst? Ja. Also meine Kicks sind schon sehr hoch. Boah. Okay, dann kommt jetzt das nächste. Mach mal einen hohen Kick. Boah, krass! Guck mal, das ist meine Kopfhöhe. Ja. Zeig mal. Alter! Das ist sick. Das ist sick. Mit dir sollte man sich nicht anlegen. Nee. Okay, aber wir sind ja nicht zum Sport, sondern zum Motorradfahren. Oder wollen wir einfach ein bisschen weiter Fitness machen? Ja, auch kein Ding hier, da schön Sonne. Hier so auf so einer Wiese können wir uns auch hinlegen, so ein bisschen meditieren. So eine Meditation oder so. Und danach verprügeln wir uns einfach. Ja, perfekt. So, jetzt müssen wir erstmal geisteskrank illegal hier irgendwie wieder auf die Straße kommen. Wohin willst du denn fahren? Da. Okay. Ja, dann fahren wir einfach jetzt hier grün als Fahrradfahrer. Das ist halt als Fahrradfahrer. Ja, komm wieder auf die Straße rauf. Geil, es geht direkt kreuz quer hier los durch die Stadt. Aber geil, deine Felgen sind auch gepulvert, ne? Ja, genau. Die Farbe kommt mir ganz schön bekannt vor. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du dieselbe Farbe hast, ja. Ja, das hast du doch geklaut. Nee, ich hatte die vor dir. Echt? Hab ich das geklaut? Ja. Nein. Ups. Also ich finde auch vom Aussehen ist dein Bike wirklich eine 1A. Danke, danke. Kann man eigentlich auch so ein bisschen Sport auf Motorrad machen oder so? Ja, höchstens dann, wenn du Motocross fährst oder so, oder so Stuntfahrer bist und so Saltos machst mit dem Bike. Kannst du ein Salto? Ja. Okay, mach mal vor. Ja. Und. Aber man kann doch bestimmt auf dem Bike irgendwas Lustiges machen. Ich kann dir gleich mal zeigen, was ich hier für Akrobatik drauf habe. Ja, da bin ich mal gespannt. Eigentlich wollte ich auch immer mal auf meinem Bike einen Handstand probieren, was? Aber das ist halt auch irgendwie eine sehr wackelige Angelegenheit. Die Polizei blockiert hier einfach die Straße. Keiner weiß warum. Was hältst du davon? Oh, eine schöne Standwaage. Kannst du das auch? Auf dem Bike hier? Ja. Aber fall nicht hin. Was richtig lustig ist, fällt mir jetzt gerade auf. So Hüfte aufwärts bei dir ist perfekte Schutzkleidung. Hüfte abwärts ist einfach Freizeitkleidung. Mega. Wie kommt die Entscheidung? Dass du dachtest, ja, schütze ich mal lieber Schultern und Ellbogen anstatt meine Knie und den Hintern, oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Bei Lederhose, da hätte ich jetzt kein Spagat eben machen können. Oh, na klar, dann ist ja klar, dass wir das so eine Hose brauchen, damit man immer einen Spagat zwischendurch machen kann. Man weiß ja nicht, wer vorbeikommt und einen fragt, ob man nicht mal kurz einen Spagat zeigen kann. Also von daher. So, nee. Jetzt zeig deine Figur. Ach ja, guck mal. Also ich kann es auf jeden Fall immer schon mal so. Das ist hier richtig Kunststück. Aber ich weiß deswegen, ob ich jetzt unbedingt hier auf den Sitz steige. Lieber nicht. Nachher fährst du hier gegen die nächste Laterne, das wollen wir ja nicht. Und dann hast du nicht mal gute Schutzkleidung untenrum an. Wenn du willst, kannst du gleich mal irgendwo eigentlich anhalten. Dann können wir mal tauschen, wenn du Lust hast. Ich glaube, das ist die erste A-Maschine seit der Fahrschule, die ich dann im Straßenverkehr fahre. Das sagst du mir jetzt, nachdem wir das Ganze besprochen haben. Ja, klar. Okay. Ich mach sie nicht kaputt. Wie groß bist du eigentlich? 1,60 Meter. Boah, ich hoffe, das passt. Oh, oh. Also so. Ja, okay, doch, geht, ne?
Tipp, warte, ich guck von vorne, von hinten, ob du tippeln musst. Zeig mal. Oh, das geht ja voll. 1,60? Ja. Das ist ja gar kein Problem, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen wackelt. Das Problem? Nee, ne? Kriegst du hin? Ja, geht wenn dich jemand anfährt oder so. Nee. Sieht gut aus. Sorry. Okay. Da kriegen wir hin. Das und ich wir. Steig hier auf die. Das, die lag ja schon mal. Dann ist nicht so schlimm, wenn hier was passiert. Ey. Die noch nicht. Also aufpassen. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Okay. Du musst sie aber noch anmachen. Ja. Genau. Okay, übertreib. Jetzt drehst du hier völlig am Rad, oder was? Sieht auf jeden Fall, ich muss sagen, sieht auf jeden Fall gut aus. Dir steht auch eine Supermoto. Danke, danke. Wollen wir los? Ja. Ich fahre dir hinterher, ich gucke mir das mal von außen an. Jetzt nicht übertreiben. Nein, keine, nein, nein. Keine Show, Alisa. Keine Show. Ich wollte doch mal die Saltos probieren. Ja, ja, jetzt wo du meine Kamera hast, ja, ja, dann kannst du jetzt völlig wahnsinnig werden, oder was? Auf einmal sieht die SMCR so groß aus. Alter. Sieht schon nice aus, oder? Wie sehe ich aus? Skala super 1 bis witzig. 10? Was ist denn super witzig? Ja, es sieht so aus, als wäre das so ein Laufrad oder so. Ich bin auch, guck mal, wie tief ich bin. Ich kann im Stehen, guck mal. Ja, ich krieg's halt nicht hin, mit der Burnout zu machen, weil ich mich nicht über den Sitz stellen kann. Geil, wie lustig ist das denn? Ich habe hier voll den großen Winkel, weil bei mir sitze ich eher so und hier habe ich halt so meine Beine so kaum angewinkelt gefühlt. Aber ist das entspannter? Ja. Oder unentspannter? Doch, schon entspannter. Also es ist halt ein ganz anderes Fahrfeeling, weil man sitzt halt auch so aufrecht. Und du, aber du hast auch einen geraden Rücken. Das ist so ein Sportlerding, oder? Ich sitze hier rauf wie Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame, Alter. Und du sitzt da so gerade wie im Bilderbuch. Ja, was ist das für eine perfekte Haltung? Jetzt lass ich mich blitzen hier mit meiner Karre. Ist das schon wieder... Da werde ich gerade noch gegrüßt hier mit der 300er, habe ich Glück gehabt. Also diese R3 ist auf jeden Fall richtig lustig. Die fühlt sich gar nicht richtig an wie so ein Motorrad. Die fühlt sich an wie so ein Roller ein bisschen. Echt jetzt? Ja. Aber man sitzt doch schon sportlicher drauf. Also normalerweise wahrscheinlich schon, aber ich mit meinen knapp 2 Metern sitze alles andere als sportlich auf dem Ding. Ja, okay. Guck mal, wenn ich mich gerade hinsetze, guck mal, wie das aussieht. Ja, dann sitzt du ja wirklich gerade. Ja. Du sitzt ja nicht mehr ansatzweise so nach vorne. Ich sitze gerade als auf der SMTR drauf. Aber was bei mir, glaube ich, auch ganz gut ist, ist, dass mein Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis relativ nice ist, weil ich eher dazu neige, längere Beine zu haben. Was redest du da? Mein Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis ist relativ nice? Was ist das? Ja, weil meine Beine länger sind als mein Oberkörper. Weil eine Freundin von mir beispielsweise ist halt irgendwie 5 cm größer als ich, aber unsere Beine sind gleich lang. Habt ihr eure Beine ausgemessen? Ja, wir haben uns halt so Hüfte an Hüfte gestellt. Ach so, das mit Maßband. So, warte mal, was macht ihr so in der Freizeit? Ja, warte mal, wie lang ist denn mein Bein? Ja, 95 cm und dein Bein, oh, ich habe nur 94. Ja, aber was sagst du jetzt zu der? Gut, oder? Ich find die cool. Also die hat halt richtig marschiert. Du fliegst gleich runter. Du darfst nicht so wut, sondern die so... Die ist cool. Ja. Hallo. Was? Wie lustig war das denn? Das war ja todeswitzig. Ich hatte gar keinen Bock. Aber wenn ich kleine Kinder sehe und die mich immer so anstarren auf dem Motorrad, dann winke ich immer. Ja. Manche Kinder freuen sich so voll. Ja, voll. Und manche dann so, laufen zu Mama und Papa. Aber was ist denn das jetzt hier für eine Haltung? Ist das jetzt die entspannte Haltung? Oder so? Ja, das ist so, weil das hier so heiß ist. Und dann hängt das so auf 7:30 wie so eine Gazelle. Oder wie so Superman. Du hast hier gar keine Drehzahlanzeige. Nee. Ich muss so mit dem Gehör. Ich muss die Leuchter. Genau, die Lauscher musst du aufsperren. So. Und du willst gleich hier ein illegales Straßenrennen gegen die R3 haben? Ich habe da so eine Vermutung. Zieh dich so ab. Da kommt die ganze geballte Erfahrung. Ja. Oh, wir können doch. Fliegender Start! Junge! Keine Chance! Aber das waren ja gerade nur 80% Gas oder so. Weil 100% Gas würden wir ja nie geben, weil dann ist ja wirklich ein illegales Straßenrennen und das machen wir eben, ja nicht. Eben. Und wir sagen Nein zu illegalen Straßenrennen. Wollen wir wieder tauschen? Jetzt an der Ampel? Ja.
Oh, ich krieg hier immer nie den neutralen Gang rein. Ja, dann mach aus. Hast du sie? Jo. Perfekt. Und ich krieg sie nicht an. Doch. Boah. Das war knapp. Das wär's jetzt sehr gewesen, gut. Ey. Sag mal, sportliche Pose. Krank, ja. Da könnte man schon denken, du rast. Man sitzt halt wie so ein König drauf, so. Das sieht fast ein bisschen mehr wie so eine Harley aus. Ja, aber für mich fühlt sich das halt auch so an. Außer, dass die halt viel leichter ist und viel mehr Power hat und worum auf jeden Fall. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie uns holen. Die kommen uns holen. Polizei-Action. Boah. Der weißt du, was ich so gerne mal machen würde? Einmal ein Einsatzfahrzeug im Einsatz fahren. Ja. Geisteskrank. GTA Real Life. Stell dir das mal vor. Du kriegst das Ding und yalla, gib ihm. Ja, ja. Und durch alle Autos. Links, rechts, dann steht irgendein Opa im Weg. Aus dem Weg, Junge. Wir sind im Einsatz. Ich wollte mal Polizist werden. Ja? Ja, ich glaube, wir wären ein gutes Polizisten-Duo. Ich habe tatsächlich auch meine Bewerbungsunterlagen immer noch zu Hause liegen, aber ich habe sie dann. Ja, ich habe sie nicht abgeschickt, weil ich dann den Studienplatz bekommen hatte. Krank! Stell dir vor, ja. Wir beide als Cops. Wir wären auch gute Motorrad-Cops. Ja, ich glaube auch, wir wären so voll das witzige Team, ja. So groß und klein. Ja, ja. Sergeant Alisa, ich glaube, du musst mal hier den Fall aufnehmen. Aber wer denn der gute und wer der böse Cop? Keine Ahnung. Wir wären beides böse Cops, glaube ich. Ja, Lisa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute die Runde zu fahren. Es war echt richtig cool. Ja, war ein geiles hat mir auch Video. Sehr viel Spaß gemacht. Danke ich auf jeden hoffe, Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Checkt da Lisa bei Instagram aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.